Liebe Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur 12. Sendung vom Kultur- und Gartenkanal. Hier zu unserer Live-Sendung direkt aus dem Wohnzimmer in Münster hinaus in die Welt. Wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen an Ihren Computern zu Hause. Wir sehen schon, wir haben wirklich wieder internationale Gäste aus Deutschland, aus Spanien, aus Russland, aus dem Baltikum, ja sogar bis nach New York. Also seien Sie alle ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wir möchten Sie mitnehmen in unserer Sendung nach Frankreich. Es geht an die herrliche Côte d'Azur. Côte d'Azur, die blaue Küste. Wir werden also das Mittelmeer kennenlernen und dort die Gärten. Und natürlich werde ich wieder eine Schaltung vornehmen lassen durch meine Tochter Charlotte, die, wie das inzwischen bei uns so bewährt ist, zur Seite sitzt und dementsprechend dann nach Nizza schalten wird zu unserer Reiseleiterin, der Monika. Dementsprechend darf ich schon mal um unsere erste Folie bitten und die wird uns begleiten, dieses herrliche Bild, das Ihnen den botanischen Garten, den exotischen Garten von Aix an der Côte d'Azur zeigt, mit dem Blick hinaus auf das Mittelmeer. Frankreich, was für ein herrliches Land, so beglückt vom Meer. Dort gibt es eben den Ärmelkanal, dort gibt es den Atlantik mit der Biskaya, dort gibt es eben auch das Mittelmeer. Und trotzdem, trotz dieser vielen herrlichen Strände der Meeresnähe, hat Frankreich natürlich so sehr viel mehr zu bieten, hat großartige, kulturvolle Flüsse, Rhône, Saône, nennen wir die Loire oder die Seine mit den herrlichen Städten, aber eben auch dem Zentralmassiv, dem großen Gebirge. Und Sie wissen natürlich alle, liebe Damen und Herren, der höchste Berg Europas, der Mont Blanc, befindet sich ja auch dort in die Region, in die wir jetzt hineinreisen werden. Und das auf engstem Gebiet nebeneinander. Ich habe nochmal nachgeschaut, von Münster an die Côte d'Azur nach Nizza sind es gut 1250 Kilometer. Man kann sogar mit dem Auto, mit dem Bus dorthin fahren. Allerdings, viele fliegen natürlich gerne direkt nach Nizza oder nach Cannes oder ein Stückchen weiter, sei es nach Toulon, nach Marseille oder womöglich dann in die Provence Richtung Avignon. Unsere erste Folie zeigt Ihnen auch dementsprechend die Côte d'Azur mit den wichtigsten Ortschaften. Und wir haben schon ein Bild eingeblendet von der Monika, unserer Gästeführerin vor Ort. Und dementsprechend, liebe Charlotte, schalte mal hinüber nach Frankreich zu Monika Krügel-Ancé. Liebe Monika, bist du schon auf Sendung? Kannst du uns hören? Ich bin auf Sendung. Großartig. Ich kann dich sehr gut verstehen. Haben wir die Monika auch im Bild? Das sehe ich noch nicht. Die Bildschaltung wird aufgebaut, ist da. Schön, dass wir dich auch im Bild sehen können. Liebe Monika, wir erreichen dich jetzt in Frankreich? Ja, im Hinterland von Nizza. Mhm. Dort bist du zu Hause. Das ist deine Wahlheimat. Also der Name Monika Krügel, da hört man schon, du hast bayerische Wurzeln? Ja, ich komme ursprünglich aus der Gegend von Passau. Ich wohne jetzt seit 23 Jahren an der Côte d'Azur, bin hier verheiratet, habe drei Jungs und lebe 50 Kilometer im Norden von Nizza. In einem kleinen Dorf, das heißt Tours-sur-Var, mit ungefähr 700 Einwohnern. Also ich bin sehr geschützt, was jetzt diesen ganzen Trubel in Frankreich, Corona und so ausmacht, bin ich wirklich privilegiert jetzt hier im Grünen zu sein. Also ein kleines Bergdorf ist das direkt, ja? Verstehe ich das? Ja, und dann trotzdem bis zum Meer habt ihr es nicht weit. Klasse. Wie sieht das denn aus, das Leben bei euch jetzt? Wir haben eben November in Deutschland. Ist es ein Lockdown? Wir kommen kaum noch wirklich raus. Kommt ihr raus? Musstest du dich bevorraten? Kannst du noch einkaufen gehen? Also wir können einkaufen gehen. Unser Lockdown hat bereits letzten Freitag begonnen. Wir müssen einen Zettel ausfüllen. Da muss man dann schreiben, ankreuzen, wo man hin will. Aber man dürfte oder man darf nur eine Stunde täglich außer Haus, um Sport zu treiben oder um spazieren zu gehen. Einkaufen kann ja länger dauern. Aber ansonsten nur eine Stunde und deswegen nenne ich mich wirklich als privilegiert, weil ich einen Garten habe und ich könnte den ganzen Nachmittag draußen verbringen.
Ja, da muss man auch gut organisiert sein. Aber ich sehe auch mit deiner Blumenbluse und als wir letzte Woche schon mal eine Probeschaltung hatten, hattest du auch eine Bluse an mit lauter Blümchen bedruckt. Also du bist wirklich eine Gartenfreundin. Kannst du bei dir auch wirklich gärtnern? Ist es ein besonderes Klima dort oder ist es dort zu kalt, zu hoch, dass es eine Herausforderung ist? Nein, also es gibt ja, wir sind ja in diesem Département des Alpes Maritimes, der Seealpen. Ja. Und wir werden ja die Gärten der Côte d'Azur besichtigen miteinander. Das ist direkt am Meer. Da ist es wärmer als bei mir. Ich wohne in einem Tal. Aber ich habe jetzt noch Tomaten im Garten. Ich habe noch Zucchini, Auberginen im Garten. Das erste Mal, dass ich so spät ernten kann. Das ist der Vorteil von diesem Lockdown im Frühjahr. Ich habe viel, viel angebaut. Toll. Also da werden wir natürlich auch von deinen gärtnerischen, auch deinen praktischen Erfahrungen profitieren, wenn wir denn mal mit dir durch die Côte, an der Côte d'Azur unterwegs sind und du uns da deine Wahlheimat vorstellst. Ich bin ja neugierig, gebe ich zu. Hat dich erst Frankreich an die Côte d'Azur gelockt oder war es die Liebe, die dich dorthin gelockt hat? Zuerst mal die Sprache. Ich Aha. bin wollte besser Französisch lernen und bin dann kurz nach dem Abitur eben nach Frankreich gegangen und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und ich bin immer hier geblieben. Wie es so kommt. Ja, und jetzt willst du wahrscheinlich gar nicht mehr weg. Nein, Na, ja, ich wenn habe man so jetzt da sitzt. die Familie, wo die Familie ist, da ist man zu Hause und ich muss schon zugeben, dieses milde Wetter, das ja früher schon die Engländer angezogen hat, ja, das hält mich auch fest hier. Und deine Söhne, sprechen die auch ein bisschen Deutsch? Ja, die sprechen eigentlich ja ein relativ gutes Deutsch, die Großen besser als der Kleine. Ich habe drei Söhne, also der Kleinere kann weniger gut Deutsch, aber die Großen relativ gut und da bin ich auch sehr froh. Klasse. Ich finde es schön, dass ich dich heute zur Seite habe oder du wirst, kennst dich so gut aus, dass ich mich dir anschließen darf, dass wir uns alle dir anvertrauen dürfen bei einer Reise jetzt an die Côte d'Azur. Da haben wir einige Fotos von mir in eine Präsentation eingebaut. Du hast mir auch einige Fotos zur Verfügung gestellt und da bitte ich die Charlotte mal wieder auf unsere Präsentation zurückzuschalten. Das ist also die Region. Sie sehen die Flecken. Sie können dort Marseille und Toulon lesen, liebe Damen und Herren. Unsere Reise beginnt jetzt. Wir haben nur einen kleinen Ausschnitt in der Nähe von Cannes und wir werden dann in nordöstlicher Richtung, Richtung Menton unterwegs sein. Wir werden auch einen Abstecher nach Monaco machen, nach Monte Carlo, natürlich dort in den exotischen Garten und werden uns diese herrlichen Gärten, die dort in den Ortschaften zu finden sind, ja, wie Perlen einer Kette aneinandergereiht, dann genauer anschauen. Unser erstes Bild zeigt, auch oben im Text ist es angegeben, Jardin Botanique de Villarturet. Wir sind in Antibes und das ist ein herrlicher Garten. Ich finde ihn fantastisch, denn der Baumbestand ist außerordentlich. Große ausgewachsene Bäume, weit über 100 Jahre alt und trotzdem gut nachgepflanzt, forstbotanisch alles bestens erschlossen und trotzdem doch ein absoluter Geheimtipp. Man denkt an bei der Côte d'Azur vielleicht gar nicht in erster Linie an die Gärten, an die Parks, aber das ist eben ein Teil dieses wunderbaren Erlebnisses, dass auch gleichzeitig Essen, Trinken, wunderbare Lebenskultur, ein Savoir-vivre, eine Gelassenheit beinhaltet und natürlich die Liebe auch zum Licht. Und das Licht, das sehen Sie auch bei meinen Fotos, ja, dort scheint scheinbar ständig auch die Sonne. Und die Bäume wachsen in den Himmel hinauf, so wie diese Pinie. Und das finde ich ganz interessant, wenn wir mal schauen, wie sich dort die einzelnen Äste mit ihrer Benadelung Platz lassen dem anderen gegenüber. Sie stoßen nicht aneinander, als ob sie sich gegenseitig zu respektieren scheinen. In der letzten Zeit ist das ja ein großer Hype, der durch die Botanik, durch bei den Gartenfreunden durchgeht, wie also Pflanzen aufeinander reagieren, wie sie sich Platz geben, wie sie sich unterschiedlich verhalten, wie sie sich gegenseitig fördern. Und das kann man auch in Thüringen sehr schön erkennen. Dort wird ja dementsprechend auch sehr geforscht in diesem Sinne. Das sind Geheimtipps, die wir Ihnen jetzt hier offenbaren. Ein Abstecher allerdings nach Antibes sollte wohl sicherlich dabei sein.
Liebe Monika, du hast mir dieses Bild zur Verfügung gestellt. Du wolltest da auf etwas Besonderes hinweisen. Ich spiele den Ball gerne zu dir zurück. Ja, hier sind wir also am Hafen von Antibes. Das ist eigentlich der größte oder einer der größten Yachthäfen der Welt, Port Vauban. Und gleich dahinter sieht man so eine schöne Festungsanlage. Das ist also das Fort Carré von Vauban, eben dem Festungsminister von Ludwig XIV. Aber ich wollte die Gäste eigentlich gerne darauf aufmerksam machen, auf die Alpen im Hintergrund. Sie sehen also hier die schneebedeckten Berge. Die Seealpen, das Departement des Alpes-Maritimes, ist ja nach diesen Alpen benannt. Und wenn wir dann Richtung Monaco fahren, gehen die Alpen bis ans Meer. Und der höchste Berg wäre der Mont Gelas, 3.143 Meter in diesem Departement. Also vom Meer bis auf über 3.000 Meter, also viele verschiedene Klimazonen und Vegetation, ein Traum. Das kann ich mir wohl vorstellen, so eine Vielfalt dabei. Wir sehen hier auch im Hafen die Yachten. Ist es wirklich immer noch das Zuhause der Schönen und Reichen? Wie sieht's aus mit Prominenz? Trifft man da immer wieder mal auf irgendwelche Berühmtheiten, auch als Gästeführerin? Ich muss ehrlich zugeben, ich passe da nicht so auf. Aber man sieht diese vielen Häfen in Monaco, in Antibes ist ja auch der Quai der Milliardäre. Da hat man wirklich 19 Anlegestellen für die ganz, ganz großen Yachten. Abramovic zum Beispiel, der kann gar nicht anlegen, weil die Yacht zu groß ist. Also der muss dann auch nach Antibes tendern. Aber jede Stadt hat einen großen Hafen, sei es jetzt Cannes, Monaco, Antibes, Menton. Also schwimmt viel Geld am Meer, sehr viel Geld. Das glaube ich. Ich habe ja auch viel Spaß selber an der Schifffahrt, allerdings nicht mit dem Segelschiff, sondern mit dem Kreuzfahrtschiff. Und auch mit einem Kreuzfahrtschiff war ich schon häufiger dort an der Côte d'Azur. Dann ist es allerdings nicht so häufig, dass man direkt anlegen kann. Häufig wird dann dementsprechend auch getendert. Ja. Wir schauen uns das nochmal an, was es sonst noch an Herrensitzen, an Schlössern, an Villen dort gibt. Und hier haben wir auch eingeschrieben Jardin de la Château de la Napoule. Wir sind in der Nähe von Cannes. Hier in Napoule eine trutzige Burg, aber das ist kein mittelalterlicher Bau, nicht wahr? Nicht unbedingt. Also ein Teil ist mittelalterlich. Ja. Also zwei Türme, das sieht man jetzt von hier gar nicht. Der linke Turm wäre jetzt noch mittelalterlich. Und dieses Anwesen, das ist eigentlich eine große Liebesgeschichte von zwei Liebenden, Marie und Henri Clouse, zwei Amerikaner. Da habe ich auch, Monika, dazu habe ich auch einen Blick in das Haus. Und dann können wir zu dem Clouse gleich mal in die Grabkapelle hineinschalten. Aber man kann schon mit diesem Blick ins Haus sehen, es lohnt sich, hineinzuschauen. Also ein tolles Sammelsurium, als ob es sich um ein kunterbunt zusammengesammeltes Museum handelt. Aber das war die Wohnstätte dieses Mr. Clouse. Ja, das war die, wo die haben hier gewohnt, über 20 Jahre. Also sie haben sich wirklich in diesen goldenen 20ern, diese Roaring Twenties, wo ja viele Amerikaner auch Amerika verlassen haben, und die haben sich eben niedergelassen in La Napoule. Und das sieht man also jetzt auch links, die Büste von Henri Clouse. Und das Besondere an dieser Villa ist eigentlich auch die Liebe zwischen diesem Paar, denn sie haben sich ewige Liebe geschworen. Und das sieht man auch jetzt hier in diesem Sarkophag. Dort ist also Henri Clouse bestattet. Und Sie sehen, da ist ein Türchen offen. Und das heißt eben, 100 Jahre nach dem Tod treffen sich diese zwei Seelen wieder einen Stockwerk drüber. Und das wäre dann eben 2037. Da müssen wir dann dabei sein und mal schauen. Also es ist wirklich, die leben immer noch dort, kann man sagen. Also wir werden natürlich vor 2037 dort schon wieder vorbeischauen, aber das wird natürlich ein besonderes Fest sein. Was für eine wunderbare Geschichte, und das macht ja auch Geschichte erst richtig lebendig. Und ich glaube, Geschichten gibt es dort an der Côte d'Azur eine ganze Menge zu berichten. Auch eben über die Künstler, die dort hingezogen sind, um das Licht Frankreichs, das Licht des Meeres, das Licht der Strände und eben vor allem das Licht der Côte d'Azur dort einzufangen.
Wir kommen jetzt hier zum Garten des Malers und Bildhauers Pierre-Auguste Renoir. Sie haben es oben nochmal eingeschrieben gefunden. Aber Renoir hatte ja auch viele andere Künstler immer wieder zu Gast, die dann bei ihm gemalt haben. Was Sie jetzt sehen, liebe Damen und Herren, ist natürlich ein Gemälde mit einem Blick hinaus in die Landschaft. Das zeigt aber auch schon, wie wunderbar bildwürdig die Landschaft sich selbst darstellt, wie es dort eine Rahmung gibt durch die herrlichen Olivenbäume mit einem Thema des Dorfes und dem ganzen Hinterfangen durch die Meeralpen. Aber wir wollen uns ja mit den Gärten selber beschäftigen und wenn man dort im Garten ist, das ist ja auch fast wie ein begehbares Kunstwerk, als ob man in einem Gemälde unterwegs ist. Ist das ein Thema für dich, für deine Gästeführungen, Monika, wenn du dort unterwegs bist, gehört das Museum von Renoir unbedingt zu einer Reise an die Côte d'Azur dazu? Ich würde jetzt vielleicht sagen, nicht bei jeder Reise geht man zu Renoir, aber für mich ist es was ganz was Besonderes, denn ich verdanke Cagnes sur Mer, dass ich hier an der Côte d'Azur bin. Cagnes sur Mer ist die Partnerstadt von Passau. Das war meine Anlaufstelle, so viel für zu meiner persönlichen Geschichte. Und Renoir, letztes Jahr, also 2019, war der 100. Todestag. Da sind wir oft zu Renoir gegangen, weil eben es wurde das Sommeratelier aufgebaut, es war eine spezielle Ausstellung und natürlich kommt man bei vielen Kunst- und Gärtenreisen, ist es ein Muss, zu Renoir zu kommen. Nicht nur wegen den Olivenbäumen, sondern auch wegen seinem Wohnhaus, wegen seinem Atelier, seinem Lebensstil, den man dort gut kennenlernen darf. Und man kann ja in das Haus hineingehen, das ist richtig museal aufbereitet. Man kann in das Atelier hineinschauen, man sieht den Rollstuhl, mit dem er zum Ende seines Lebens dort unterwegs war. Die Ausblicke natürlich auf Land und Meer durch die herrlichen Fenster. Also man ist dort der Kunst sehr, sehr nah, aber eben auch, ja, da haben wir nochmal den Blick aus dem, es ist wohl die Küche, der Blick hinaus. Das Esszimmer. Dort hat er auch mit Matisse zum Beispiel gegessen oder mit anderen Künstlern. Und hier hat er auch häufig gemalt, denn er war glücklich, wenn er im Kreise der Seinen war. Und da hat er so ein kleines Bild gemalt, Les Petites Choses, wie er das nannte. Wenn noch Farbe auf der Palette war, dann hat er noch ein kleines Bild gemalt, was wir eben gesehen haben. Und was interessant ist noch für Renoir, wir haben ja eben diese Olivenbäume gesehen, da haben wir auch den Stamm gesehen, diese Wurzeln. Ja. Und Renoir war sehr krank in Antibes, er litt an Rheuma, zu rheumatischer Arthritis und seine Hände haben sich total verkrüppelt und verformt. Und da hat man dann Verbandsmaterial in die Handinnenfläche gelegt und damit sich seine Fingernägel nicht in die Haut bohren. Und da hat man dann den Pinsel reingesteckt. Also er hat wirklich unter großen Qualen wunderschöne, farbenfrohe, typisch impressionistische Bilder gemalt. Und hier sieht man eben den Garten mit den Bitterorangen und den Olivenbäumen im Hintergrund und wieder das Meer in der Ferne. Dieses Domaine heißt Domaine de Colette. Das ist ein kleiner Hügel. Mhm. Colette heißt eben Hügel und er hat dieses Anwesen gekauft 1907, weil er nicht wollte, dass diese 100 Jahre alten Olivenbäume umgesägt werden. Man wollte dort Blumen züchten. Ich meine, Blumenfelder wären auch schön, aber diese Olivenbäume sind was ganz was Besonderes, weil sie wahrscheinlich über 500 Jahre alt sind. Oh ja, es ist ja auch nicht so weit von euch. Ich greife jetzt schon mal aus bis hinüber nach Italien und dann wäre man ja im Bereich Ligurien, dann ist man an der Blumenriviera, dann ist man dort in der Cinque Terre unterwegs Richtung Genua und dort sind sehr viele Blumenanbauflächen. Also wie schön, dass hier im europäischen Gedanken diese fantastischen Olivenbäume erhalten geblieben sind. Das heißt, in jedem Olivenbaum lebte ein Geist und dieser Geist, der kann eigentlich nicht sterben und wird eben auch knorrig und uralt. Die Künstler, von denen du uns gerade schon berichtet hast, ja, man merkt ja, die wollen Kunst schaffen, das steckt in denen drin, die müssen das ausleben, so wie wir ja auch unsere Gästeführertätigkeit ausleben wollen und ausleben müssen.
Liebe Damen und Herren zu Hause, wenn Sie sich einschalten möchten, Bemerkungen haben, Fragen haben, Sie haben hier bei unserem Zoom-Meeting live ja die Möglichkeiten, Fragen zu stellen, das Ganze aufzuschreiben. Das wird dann weitergetragen. Wenn Sie Bemerkungen loswerden möchten, dann tun Sie das bitte jetzt. Jetzt ist die Gelegenheit in der Live-Show. Später wird das Ganze aufgezeichnet, bei YouTube hochgeladen. Dann ist das natürlich nicht mehr möglich. Aber so können Sie im Nachhinein unsere Sendung auch immer wieder anschauen. Ja, hier haben wir nochmal das Bild, also das Foto hinaus aus der Villa von Renoir. Und auch das ist in einem Gemälde festgehalten worden. Und da sieht man, über diese gut 100 Jahre oder hinweg hat sich da gar nicht so viel verändert. Man versucht natürlich, diese bildwürdige Landschaft als solche auch zu erhalten. Die Olivenbäume, auf die wir eben schon hingewiesen haben. Ich denke, wenn man dort unterwegs ist, man möchte sie ja immer bewundern. Ich muss sie auch mal anfassen. Man möchte sie natürlich auch fotografieren, wenigstens vor dem inneren Auge festhalten. Und wer wirklich die Muße hat, warum nicht eine Staffelei mitnehmen? Ich hatte mal bei einer Reise eine Dame dabei, die hat immer schnell gezeichnet. Eine alte Dame war das. Und einmal stand ich neben ihr, machte ein Foto, schaute auf einen Platz hinunter und sagte, wie doof, dass da lauter Leitungen sind. Das ist gar nicht so schön für mein Foto. Und sie sagte, ja, ich kann das einfach weglassen. Hier sehen wir also diese herrlichen, knorrigen Rinden und Borken der Olivenbäume. Liebe Monika, die Damen, die spielen ja auch eine ganz besondere Rolle dort an der Côte d'Azur. Später wollen wir nochmal auf Grace Kelly hinweisen. Aber hier haben wir die Beatrice Effrussi Rothschild. Das klingt schon nach hohem Adel und nach Geld. Wer war diese Beatrice? Ja, diese Beatrice, wie der Name schon sagt, eine Rothschild. Und sie hatte also viel Geld geerbt, als ihr Vater gestorben ist, Alphonse de Rothschild. Und mit diesem Geld ließ sie sich eine Villa bauen. Ist eigentlich mehr ein Palast, würde ich jetzt mal sagen. Und mit wunderschönen Gärten. Also das ist wirklich ein Muss, wenn man an die Côte d'Azur kommt, dass man zur Villa von der Baronin kommt. Und der Name Effrussi, ja, das war ihr Mann oder ihr Ex-Mann. Sie haben sich dann noch scheiden lassen. Und Effrussi ist also eine Bankiersfamilie aus Russland. Aber es war wirklich wir werden gleich sehen, eine Villa in Rosa von einer Frau kreiert und einer ganz besonderen Frau, die also hier Gartenpartys abgehalten hat. Und der Hintergrund dieses Porträts zeigt uns ja den Plan des Gartens. Und ich glaube, da kann man schon ganz gut erkennen anhand der unterschiedlichen Farben, die unterschiedlichen Gartenzimmer, die alle ihren eigenen Charakter haben. Man geht, wenn man diesem roten Pfeilweg dort folgen sollte, von einem Gartenraum in den nächsten. Man kann diesen Raum für sich genießen und fantastisch ist natürlich immer wieder auch der Blick hinaus aufs Meer. Das ist ja eine ganz besondere Landzunge, auf die dieser Garten und diese Villa gebaut wurde. Ein Palast, ja, das sieht schon fantastisch aus. Das ist ja, ich will jetzt nicht sagen kitschig, aber es ist richtig was fürs Herz, nicht wahr? Ja, würde ich auch sagen. Also diese Baronin, diese Charlotte, wenn man sich jetzt diese Villa anschaut, Beatrice Charlotte, beide Namen. Mhm. Beatrice, sie hatte einen Blick links und rechts aufs Meer. Und sie hat an der schmalsten Stelle, hat sie 7 Hektar gekauft, 1905. Und die hat sie dem belgischen König Leopold II. Von der Nase weggeschnappt. Und da war dann natürlich eine Menge Arbeit. Also man hat 5 Jahre an diesen Gärten gearbeitet und natürlich auch an der Villa. Sie hat wirklich, ich glaube, es waren 11 Architekten zum Wahnsinn getrieben. Im Endeffekt war sie der einzige Architekt. Und sie wird auch manchmal als der Kapitän der Île-de-France bezeichnet, denn Île-de-France, so heißt diese Villa. Und sie war mal unterwegs auf einem Schiff und das hat ihr so gut gefallen und deswegen hat sie diese Villa Île-de-France bezeichnet.
Und sie stand also oben auf dieser Loggia. Wir werden ja anschließend noch ein Bild sehen, wo wir dann auch auf dieser Loggia sind. Und von dieser Loggia hat sie ihre Gärtner kommandiert und die waren angezogen wie Matrosen mit so einer blauen Mütze und einer roten Quaste. Also es war ein richtiger, lebendiger Garten. Sie hatte dort exotische Tiere, Mangusten, Affen. Sie war eine ganz exzentrische Person. Aber die Villa wurde fertig 1912. Also das ist nicht lange her, vor 100 ja. Jahren. Dort gibt es Strom, Telefon, Fußbodenheizung. Ist ganz modern. Ja, man kann in die Villa ja auch hineingehen, lohnt sich unbedingt. Hier haben wir nochmal den Blick in die andere Richtung. Ich war also doch schon häufiger dort im Garten dieser Villa, in der Villa selbst. Und was mich natürlich auch als Gärtner immer wieder begeistert, ist der fantastische Pflegezustand. Immer wieder das Nachpflanzen, die wunderbaren Bäume, die hervorragende botanische Raritätenauswahl, die wir dort haben. Und natürlich, dass über den Jahresverlauf hinweg immer wieder auch nachgepflanzt wird. Und dass damit der Garten auch seinen Charakter wechselt. Wir sehen hier eine Beetgestaltung, vor allem in Orange. Das sind also Calendula zum Beispiel und Tagetes. Das sieht zu einer anderen Jahreszeit ganz anders aus, zum Beispiel mit den Begonien, mit dem Salbei, wie wir das hier sehen können. Oder eben hier eine Gestaltung für den Spätsommer. Das ist vor allem mit Alpenveilchen. Monika, es kommt eine Frage von unseren Gästen. Die möchten gerne wissen, wie denn die Besuchersituation der Gärten in diesem Sommer, in diesem Herbst war. Ich verstehe, also die Frage ist, wie sah das 2020 aus? Konnte man dort überhaupt etwas sehen? Konnte man dorthin fahren? Ja, alle Gärten aus, nach dem Lockdown, natürlich nach dem Lockdown im Frühjahr. Also wir wurden ja bis Mitte Mai waren die Gärten und die Museen geschlossen und anschließend war es wieder offen. Am Anfang musste man sich anmelden, später war es für die Öffentlichkeit zugänglich. Alle Gärten waren offen. Also es war auch wie immer, aber mit weniger Gästen. Wir hatten also weniger Gäste, weniger Gruppen. Es waren vor allem Individualtourismus und doch auch viele Deutsche oder Holländer, die mit dem Auto hergekommen sind, Familien und vor allem Franzosen. Aber jetzt ist wieder alles geschlossen. Ja, ich verstehe natürlich, wir als Gästeführer, wir als Reiseleiter, wir möchten natürlich die Gäste an die Hand nehmen. Wir möchten ihnen live erzählen, was es zu sehen gibt. Wir möchten auf ihre Fragen direkt antworten. Hier in der Villa Euphrosi Rothschild gibt es natürlich den Vorteil, da gibt es so einen Audioguide, den gibt es auch in deutscher Sprache. Also es ist natürlich alles hervorragend touristisch dort erschlossen. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen weiter den Garten betrachten. Hier also wieder das Zentrale, der zentrale Bereich mit den Wasser, mit den Wasserspielen und einem Rundtempel. Hier sehen wir diesen Rundtempel nochmal ein bisschen näher mit einer Venus. Ja, fast meint man ja auch, dass diese Liebesgöttin wohl ein Selbstbildnis der Beatrice sein könnte. Aber drumherum, das haben wir ja anfangs in der Karte und an der Karte schon erkennen können, gibt es verschiedene Gartenräume. Hier zum Beispiel mal einen Blick hinaus auf das Meer in südlicher Richtung, das ist der Feueraloe, Aloe Ferox, dort in der Blüte. Gibt es dort eine Lieblingspflanze, Monika, für dich, was dich so begeistert? Für welche Pflanzen schlägt dein Herz? Ich habe eigentlich keine Lieblingspflanze. Es ist immer von der Jahreszeit auch abhängig. Also ich komme sehr gerne auch im Mai in die Villa Rothschild, wenn der Rosengarten blüht. Ich komme auch gerne im Winter, wenn die Mimosen blühen. Es gibt immer was zu sehen in der Villa Rothschild und vor allem auch diese Wasserspiele oder diese einfach dort auf einer Bank sitzen. Es gibt ja auch diesen Bug, das ist ja wie ein Schiff und dort dieser Wassermusik zuhören. Ich finde, das ist einfach gigantisch. Es ist die Seele baumeln lassen. Es ist ein Urlaubstag, diese Villa Rothschild. Und dann natürlich auch die Ausstellung. Und wenn man denkt, wie exzentrisch diese Frau war, sie hat dort sogar mal ihren Pudel verheiratet. Also ich finde, das ist einfach eine tolle Geschichte und eine sehr mutige Frau. Sie hat viele Kunstschätze gesammelt in der Villa, von Porzellan über Tapisserien. Es ist die ganze französische Kultur kann man dort kennenlernen. Und es ist wunderschön, einfach dort zu sein. Also der Tipp an unsere Gäste, nehmen Sie sich genügend Zeit.
wenn Sie dort die Villa Effressy Rothschild genießen. Und dann schauen Sie sich nicht nur alles an, um es abzuhaken, Sie sind da gewesen, sondern nehmen Sie Platz auf einer der Bänke oder wo auch immer und genießen Sie einfach mal den Geist des Ortes. Egal, ob man aufs Meer hinausschaut oder eben, ob man dann diese Wasserspiele erlebt. Und dazu habe ich mit meinem Handy beim letzten Besuch, das war am späten Nachmittag, Sie sehen, es sind ja auch noch kaum Besucher da, ich war nur mit meiner Reisegruppe dort unterwegs, einen kleinen Film aufgezeichnet. Und das möchte ich Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. Ja, soweit nochmal Ihnen gezeigt. Das war also die Aufnahme schlichtweg mit meiner Handykamera und dem entsprechenden Mikrofon. Die Musik erschallt dort aus den Lautsprechern und ist eben komplett abgestimmt dann auf die Springstrahlen. Was für ein herrliches Erlebnis. Und ein Gruß hat uns inzwischen erreicht aus Litauen und da lese ich, ich möchte, dass die Sendung nie endet. Das finde ich sehr lieb, versprechen kann ich das nicht, denn ich schaue schon auf die Uhr und versuche, dass wir doch auch rechtzeitig durchkommen. Wir möchten Ihnen viel zeigen, aber wie gesagt, die Sendung können Sie sich immer wieder neu anschauen. Und natürlich möchten wir Sie auch motivieren, selber an die Côte d'Azur zu fahren. Denn irgendwann wird der Lockdown beendet sein. Irgendwann werden wir wieder reisen können. Und dann wollen wir natürlich die Schönheiten dieser Welt wieder genießen. Wollen wir natürlich als die Touristiker Ihnen auch zeigen, wo es am schönsten ist. Und natürlich dementsprechend eine kleine Vorauswahl vornehmen. Und das tun wir jetzt auch hier mit unserer Sendung. Wir reisen nämlich schnell einmal weiter und kommen damit nach Monaco. Da gibt es diesen fantastischen Balkon, wenn man aus Italien kommt und da muss ich immer erst einmal halten und den Blick über diese unglaubliche Landschaft dort schweifen lassen. Monaco, ein Fürstentum, das sich ja vom Armenhaus Europas dank des Glücksspiels und der Steueroase dann zu so einem fantastischen Märchenland entwickelt hat. Fürst Albert und man denkt natürlich an Fürst Rainier und an die unvergessliche, wunderbare Grace Kelly, Grazia Patrizia. Wie ist es für dich, Monika? Du bist sicherlich auch häufiger in Monaco. Was muss man wissen, wenn man nach Monaco fährt? Braucht man einen Reisepass dafür? Muss man Geld wechseln? Erzähl uns einfach mal was, bitte. Nein, man braucht keinen Reisepass. Man kann mit den Euros dort bezahlen. Das Einzige, was man vielleicht mitnehmen musste, wäre das Lächeln. Denn es gibt dort überall Kameras, man wird überall gefilmt. Also gleich, wenn man reinfährt nach Monaco, immer ein Lächeln aufsetzen, dann ist alles gut. Denn es ist ein richtiger, ja, man muss schon sagen, es ist eigentlich ein kleiner Polizeistaat. Ich meine, der ist nur 2 Quadratkilometer groß. Mhm. Und in diesen 2 Quadratkilometer
leben 38.000 Menschen. Und das sieht man ja jetzt auch hier auf deinem Bild, diese Hochhäuser in der Peripherie, also überall, wo Sie diese Hochhäuser sehen, ist Monaco. Und wo die Häuser niedrig sind, das ist Frankreich. Ist ganz leicht zu erkennen. Nimm uns mal mit hinein nach Monaco, ja? Ja, am linken Ende, da sehen Sie, ich würde jetzt mal sagen, das berühmteste Bergdorf an der Côte d'Azur, das ist der Felsen von Monaco, Le Rocher. Das ist der älteste Bereich von Monaco. Man sieht ja so eine Grünfläche und ein paar Häuser. Dort ist das Ozeanographische Museum, die Kathedrale, der Palast, wo also jetzt Charlène und Albert II. Leben. Und ja, und in der Mitte hat man diesen großen Yachthafen. Und dein Bild ist schon ein bisschen älter, denn es wird jetzt dran gebaut. Man sieht links so ein Gebäude aus Stelzen, also gleich wo der Strand ist, links davon. Dort entsteht jetzt noch ein Viertel, Le Portier. Das wird 2025 fertig werden und dort sind dann wirklich die teuersten Immobilienpreise. Man sieht auch rechts einen großen blauen Turm, das ist der Tour Odeon. Das war das letzte Hochhaus, das man gebaut hat, 2015. Und dort ist auch die teuerste Wohnung der Welt. Denn Monaco ist wirklich die Superlative. Es ist das dichteste Land, also die dichteste Bevölkerung und die teuersten Wohnungen. Hier diese Wohnung, die Penthouse-Wohnung, wäre für 300 Millionen zu haben. Also im Durchschnitt zahlt man 50.000 Euro pro Quadratmeter. Also eine Toilette, 50.000 Euro. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Monika, ein Lob geht von unseren Gästen schon an dich hinüber. So schön und einladend ist es alles und du erzählst so schön. Also das sollte ich nur zwischendurch mal erreichen. Erzähl uns gerne weiter von Monaco. Das ist noch ein Bild, das du mir im Vorhinein zugeschickt hast. Ja, ich würde jetzt schon sagen, manchmal sagt man auch, muss man jetzt Monaco besichtigen? Muss man dahin, diese ganzen Hochhäuser? Ich würde sagen, man muss es gesehen haben. Ja. Man muss mal dort gewesen sein. Und es gibt viel zu erzählen über Monaco. Und dann natürlich, was man jetzt hier sieht, auch für passive Sportler ist dort einiges geboten. Das Formel-1-Rennen im Mai. Aber es gibt auch Anfang Mai gibt es das historische Rennen. Denn das echte Formel-1-Rennen, die Eintrittskarten sind ja sehr teuer. Aber das historische Rennen wäre billiger. Das ist auch eine Reise wert. Also hier ist man mitten in Monte Carlo und gleich am Spielcasino, diese Kurve. Und da habe ich auch ein Foto von einem meiner Besuche. Aber da hast du mir, als wir uns im Vorhinein über unsere Präsentation unterhielten, gesagt, das sieht schon gar nicht mehr so aus. Wir sind also hier in Monte Carlo, dem Ortsteil von Monaco, vor dem berühmten Spielcasino. Und da hast du mir auch andere Fotos zur Verfügung gestellt. Die zeigen wir direkt mal weiter. Das sieht so ein bisschen winterlich, weihnachtlich aus. Wird das demnächst so gestaltet sein? In diesem Jahr wohl kaum. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich war jetzt nicht in Monaco. Das war jetzt Weihnachten letztes Jahr, war diese Dekoration, aber man hat diesen grünen Park, den wir gerade gesehen haben, den hat man weggerissen und man hat jetzt betoniert, also gepflastert mit Palmen, mehr Platz für die Leute, mehr Platz für die Autos. Aber man sieht im Hintergrund eben das Spielcasino und es stimmt, das war der Reichtum. Monaco war das Armenhaus vor 150 Jahren und mit dem Spielcasino kam das Geld nach Monaco. Also unter Bismarck war es im Deutschen Reich verboten, in Frankreich verboten. Und jetzt mussten diese armen Reichen bis nach Monaco fahren, um ihr Geld zu spielen. 96% der Einnahmen, alles, was in Monaco gebaut wurde, sei es der Zug, die Häuser, der Strom, bis zum Totengräber, alles kommt vom Spielcasino oder kam. Und es ist eine tolle Kombination und dann darfst du gleich was sagen. In diesem Spielcasino gibt es links das Pfandhaus, dann ist das Spielcasino und die Oper. Ich finde diese Kombination einmalig und es ist schon skurril für Monaco, gleich das Pfandhaus im Spielcasino zu haben. Ja, da ist gar nichts hinzuzufügen. Das ist einfach nur toll. Das ist verrückt und so ist unsere Welt eben auch. Und das werden wir wieder zu sehen bekommen. Verrückt ist auch, was wir an Gärten finden, denn so teuer die Quadratmeter sind dort und trotzdem versucht man Gärten aus dem Boden
zu zaubern, sowohl an der Promenade, du hast gerade von dem Ozeanographischen Institut gesprochen, da denkt man an Jacques Cousteau zum Beispiel, auf dem Spaziergang hinüber zum Palast, als ich das letzte Mal da war, wurde die Straße plötzlich gesperrt und die Fürstenfamilie fuhr im Auto vor uns vorbei, also man kann, wenn man ein bisschen Glück hat, die tatsächlich auch zu sehen bekommen. Ja, und dann gibt es dort Tiefgaragen, denn man muss in die Höhe und auch in die Tiefe bauen. Und auf einer dieser Tiefgaragen ist dieser japanische Garten errichtet worden, auch gar nicht so weit vom Spielcasino entfernt. Und der ist riesengroß und wirklich hat eine außerordentliche Qualität. Ja. Aber warum man nach Monaco gärtnerischerweise vor allem fährt, das ist der exotische Garten. Und hier haben wir den Eingang in den exotischen Garten an dem großen Kapokbaum, an der Ceiba. Das ist auch ein eigener Ortsteil, nicht wahr, Monika? Ja, Jardin Exotique ist gleich am Beginn, wenn man nach Monaco reinfährt, von der Moyenne Corniche. Dort ist auch in Anführungszeichen diese Grenze. Und da ist dann gleich dieser Jardin Exotique, der also 1933 eingeweiht wurde, auf 12 Hektar. Wenn man sich das mal vorstellt, Monaco, eigentlich ist 20% von Monaco ist Grünfläche. Aber da zählt man wirklich jede Balkonkübel, die Dachterrassen, die Gärtenanlagen. Und drunter kann wieder mal, wie du vorhin gesagt hast, eine Tiefgarage sein. Das ist alles multifunktionell aufgebaut, aber für die Gärtner ein Muss, dieser Jardin Exotique. Den schauen wir uns auch noch mal ein bisschen näher an. Dann sieht man, wie steil das Ganze ist, aber doch über Wege sehr gut erschlossen. Man kann dort bequem spazieren. Es sind zauberhafte romantische Brücken geschaffen worden. Unter Pergolen ist man unterwegs. Und natürlich, das Auge geht immer wieder auf die fantastischen Sukkulenten, auf die Kakteen oder eben gleich am Eingang, wie wir es gerade sahen, den Kapokbaum, der mit seinem dicken, wassergefüllten Bauch da den Besucher begrüßt. Und es blüht auch immer mal wieder etwas. Die Bougainvillien haben wir, die Kakteen blühen da. Aber der Blick muss natürlich hinausgehen, durch diese Fenster hinaus auf das Meer. Einer der Paradeblicke, den wir dort sehen mit den Aloen, Agaven. Und wir sehen auch dort eine Schwanenhals-Agave mit dem langen Hals. Oben linker Hand sehen wir sie. Eine Schwanenhals-Aloe ist es natürlich, die jetzt also dort so gelb-weißlich blüht. Und in der Entfernung, da hast du uns ja gerade schon darauf hingewiesen, der Felsen und das größere Gebäude, das dort am rechten Bildrand herausragt, das ist, soweit ich mich erinnere, das Ozeanographische Institut, wo es gleich in der Nachbarschaft auch eine Tiefgarage gibt, wo man sogar mit dem Bus bequem parken kann. Und dann ist man in fußläufiger Entfernung ganz schnell an den Hauptsehenswürdigkeiten. Eine Elefantenfußjucca in Blüte. Also das macht schon Spaß, dort unterwegs zu sein. Und wenn man dann einen Gärtner womöglich von vor Ort mit dabei hat, der dann auch zu jeder Pflanze noch seine Geschichte erzählen möchte, das ist natürlich ein zusätzliches Erlebnis. Da gibt es auch eine uralte Höhle, eine Tropfsteinhöhle. Und dort wird dann auch noch auf die uralten Funde hingewiesen. Es war offensichtlich eine urzeitliche, frühzeitliche Besiedlung, die dort an dieser Stelle bereits stattgefunden hat. Aber von diesem urzeitlichen Mal einen Sprung hinüber in die Jetztzeit, Monika, da hast du mir so ganz verrückte Fotos zur Verfügung gestellt, hier mit diesen orangen und gelben Gebäuden und Elefanten. Wir sind in Menton. Was sehen wir da, Monika? Ja, in Menton, die Côte d'Azur ist ja bekannt auch im Winter für ihre Feste. Ich meine, die Côte d'Azur, das war das Urlaubsziel, das war das Sanatorium für die Engländer, für die russischen Adligen, die Queen Victoria zum Beispiel, die Kaiserin Elisabeth von Österreich, Napoleon III. Mit seiner Frau Eugenie. All die haben sich ein Stelldich eingegeben im Winter hier. Das waren die Überwinterer, les Hivernants. Und denen musste man was bieten. Und dann hat man eben den Karneval. Nizza zum Beispiel ist sehr berühmt den Karneval und für Menton ist es die Fête des Citrons. Das sind also, das war diesen Frühjahr, das ist also immer zur Karnevalszeit im Februar und das sind also diese Figuren, das ist alles Zitronen und Orangen. Das ist jetzt nicht mehr die Orangen und die Zitronen kommen nicht mehr aus Menton. Die werden jetzt aus Billigländern importiert, Spanien oder Italien. Und dann werden eben von Hand
diese Figuren gemacht und dann mit Wägen auch durch die Stadt gezogen. Und es ist ganz was Besonderes, zieht ungefähr 200.000 Besucher an und gibt es auch Nachtsumzüge. Ist was Besonderes. Ja, und da sieht man diese verschiedenen Figuren. Ist es jedes Jahr eine andere Figur? Sind das andere Figuren, die dort geschaffen werden aus den Apfelsinen und Zitronen? Es ist jedes Jahr ein Motto. Ja. Und war eben 2020 Weiß Les Fêtes du Monde. Und ich habe mich dann natürlich ja, Deutschland fotografiert mit dem Oktoberfest. Aber es waren wirklich fast alle Länder, alle Feste waren vertreten. Und da sieht man dich auch auf dem Foto. Mit meinem Sohn. Ah, schön. Ja. Und das ist das Fest der Welt, also war das Motto. Und das ist wahrscheinlich Indien da mit einem indischen Elefanten, wo man euch da sieht. Und Indien. Passend. Die ganz Bluse. Am Anfang war man jetzt ja auch. Also ist wirklich was Besonderes, würde ich jetzt mal sagen. Für Menton, es ist ja die Stadt der Zitronen. Und da gibt es ja auch eine schöne Geschichte von den Einheimischen, die gerne erzählt wird, wie kam es eigentlich zu Menton? Und es geht zurück auf Adam und Eva. Ich glaube, du wirst ja die Geschichte vielleicht kennen. Adam und Eva haben von dem verbotenen Apfel gekostet und sie wurden aus dem Paradies vertrieben. Und Eva konnte es nicht lassen. Sie hat sich noch eine Zitrone gestohlen. Die hat sie dann in ihrem Busen versteckt. Und ihr Mann hat sie geschimpft und hat gesagt, ja, du bringst uns in Teufelsküche, schmeiß diese Zitrone weg. Und als sie dann einen Ort gesehen hat, der so schön war wie der Paradiesgarten, dort hat sie die Zitrone eingepflanzt und das ist Menton. Und deswegen feiert man dort die Zitronen. Herrlich, herrlich. Also nimm uns weiter mit ins Paradies, in den Garten Eden, jetzt hier im Diesseits und wir schauen uns ein bisschen in Menton um. Menton, die Stadt der Gärten, die sich auch dort allein in der Stadt wie die Perlen einer Kette aneinander reihen. Es gibt dort ja auch einen Garten der Zitronen mit einer fantastischen Auswahl von Zitruspflanzen, Bitterpflanzen, also Agrumen. Den sollte man unbedingt besuchen. Unserem Besuch im September nächsten Jahres wird er im Programm sein. Aber auch der Garten hier Maria Serena, was für ein herrliches Gebäude kann man dort sehen in diesem klassizistischen Stil. Fantastische Ausblicke aufs Meer von den Loggien aus hat man. Und vor allem kann man hier einen Blick in den Garten mit den fantastischen Palmen auch wieder die Felsen im Hintergrund erkennen, die ja wie ein Wärmespeicher auch funktionieren, aber natürlich auch für das fantastische Mikroklima sorgen, das nicht nur an der Côte d'Azur herrscht, sondern ja gerade in Menton ganz besondere Qualitäten hat. Ja, Menton, dieser Garten wird auch als La Petite Afrique bezeichnet, das kleine Afrika, ja. Weil es hier, Menton hat die wärmsten Temperaturen Frankreichs. Hier ist immer noch 1-2 Grad wärmer als in Antibes und als in Cannes. Und hier wachsen Pflanzen, die würde man jetzt vielleicht in Cannes nicht finden. Und es sind eben diese Felsen, die vor den Winden schützen. Es liegt in einer Talmulde. Man sieht wirklich wunderschöne Pflanzen dort, ganz exotisch. Und vorwiegend von den Engländern gegründet. Und diese Villen, die wir eben gerade gesehen haben, die kann man jetzt mieten für Rezeptionen, also für sehr viel Geld, sei es die Villa Rothschild oder die Villa Maria Serena. Ist aber sehr teuer. Das glaube ich. Ein Blick nochmal auf diese üppige Pflanzen, die wir dort haben. Sie haben eben schon die Strelitzien vielleicht gesehen. Sie haben die Palmen dabei gesehen. Sie sehen kanadischen Mohn, dazu den Goldlack in Kombination. Sogar eine Tulpe hat sich da rein vermischt. Also alle Jahreszeiten und alle Klimazonen können dort wirklich zusammenkommen. Und das macht wohl dann auch wirklich das Paradiesische aus. Das ist nur Maria Serena. Und jetzt sind wir mal in einem anderen Garten, Fontana Rosa. Und natürlich spielt dort die Zitrone wieder eine besondere Rolle. Ein Garten der Dichter. Und mit den vielen Fliesen, die wir dort haben, da kann man auch sich direkt an das spanische Erbe erinnert fühlen oder eben an das portugiesische. Ja, also ein Nymphäum, ja? Na, ich wollte nur sagen, ja, es gibt verschiedene Gärten. Also hier ist es eben wirklich eine Widmung an die Dichter. Hier sieht man Cervantes im Hintergrund, diese Büste. Also es ist wirklich Fontana Rosa von einem spanischen
Schriftsteller Ibanez, Blasco Ibanez gegründet. Also ein, ja, man merkt, es gibt eine Vielfalt an Gärten. Ja, die spanischen Gäste oder die Gäste, die Spanien kennen und auch unsere Gästeführer aus Spanien, die hier dort zuschauen jetzt gerade, die werden auch an Sevilla denken oder die denken an andere Gestaltungen dort. Ja, ich sehe zum Beispiel den Cervantes Garten dort in der Nähe vom Park Maria Luisa in Sevilla als Vorbild für diese Gestaltung. Aber man braucht es gar nicht so gartenhistorisch zu hinterfragen. Man kann sich dort einfach hinsetzen und mal genießen. Die Luft, den Duft der Zypressen können wir Ihnen im Vortrag gar nicht nahe bringen, das weiche Wehen des Windes dabei zu erleben. Oder eben hier nochmal der Blick auf den Garten von Serra de la Madonna mit dem herrlichen roten Blühen. Und da haben wir jetzt mal auch das englische Erbe dabei, nicht wahr? Ja, das ist also Lawrence Johnston. Der hat ja auch einen Garten in England gehabt, Hidcote Manor. Und er war also im Sommer in England und im Winter an der Côte d'Azur und hat sich diesen Hügel gebaut oder diesen Hügel gekauft und dann bepflanzt. Serre de la Madone, Serre, wer die französische Sprache kennt, der meint ja, da gibt es Gewächshäuser. Nein, Serre erinnert eben an das provenzalische Wort für Hügel wie Sierra im Spanischen. Und es ist jetzt nicht so eine Villa, wie wir es eben gesehen haben in Maria Serena. Es ist ein relativ provenzalisches Haus. Also Lord Johnston, der wollte ein bisschen weg sein von diesen Prunkpalästen, von diesen Palmen. Man sieht zwar eine Palme am Bild, aber er wollte nicht dieses Tapaloi oder Angeberische. Er wollte einen ganz besonderen Garten mit verschiedenen Gartenzimmern. Und die Hälfte des Gartens gehört jetzt übrigens den Wildschweinen. Die Wildschweine sind über den Häusern, die haben einen Pakt mit den Gärtnern. Unten sind die Blumen und drüber die Wildschweine. Ich hoffe, das klappt auch jetzt noch, wenn der Garten geschlossen ist. Oh je, ne? Ich bin gespannt, wenn wir das nächste Mal dorthin kommen, wer denn stärker war, die Gärtner oder die Wildschweine oder ob der Pakt wirklich dann hält. Der Garten von Valramé, auch so eine wunderbare Anlage. Das Haus erinnert ja ein bisschen an das, was wir gerade gesehen haben. Es ist recht wohnlich dabei, eben nicht so protzig. Aber wenn ich diese Hecke sehe, das ist ja herrlich, so in Wolken geschnitten, erinnert mich auch so ein bisschen am Montacute House. Da wären wir in England wieder. Man merkt also dort, die Briten, die haben wirklich da ihre Tradition der Gartenleidenschaft mitgebracht. Und eine Vielfalt an Pflanzen. Man sieht also, du hast vorhin anfangs schon von den Mimosen gesprochen, also diesen herrlichen Akazien, die ja im Februar, März bereits leuchtend gelb blühen. Eigentlich die Zeigerpflanze doch im Frühjahr für die Côte d'Azur. Ja, Percy Radcliffe, der jetzt diesen Garten gegründet hat, auch in den 30er Jahren, ist ein ganz besonderer Garten, denn es ist jetzt auch ein Forschungszentrum. Mhm. Also dort hat man wirklich ganz seltene Pflanzen auch und es gehört zu dem Pariser Museum, also der Histoire Naturelle. Und dass die einen Spaß auch an besonderen Pflanzen haben, hier habe ich Ihnen mal eine Holmskioldia fotografiert, also Chinesenhutpflanze. Wenn man sich diese Blüte anschaut, dann fühlt man sich wirklich an den Hut eines Chinesen erinnert. Oder kurios, dieses Solanum mammosum aus den amerikanischen Tropen, kennen Sie vielleicht als Dekorationsobjekt vom Floristen. Dort können wir also sehen, wie diese Pflanze in Wirklichkeit wächst. Also viele Fotos kann man dort machen, kann sich begeistern. Auch da braucht man mindestens 2 Stunden in diesem Garten. Aber wir verlassen Martin und wir kommen ein Stückchen wieder zurück Richtung Nizza und fahren nach Aise. Und dort ist ja auch ein Felsen, auf dem in ganz schöner Höhe noch ein Garten errichtet wurde. Erzähl uns etwas, Monika, von Aise und dem Jardin Exotique, bitte. Ja, Aise, das ist man kann es ja schon sehen, dieses Panorama, das ist traumhaft, ist eines der schönsten Ausblicke an der Côte d'Azur. Man sieht rechter Hand diese Halbinsel von Cap Ferrat, Saint-Jean-Cap Ferrat, da waren wir ja am Beginn unserer Besichtigung bei der Villa Rothschild. Und man sieht also dieses Bergdorf, ein richtiges Adlersnest, hängt also an diesen Felsen,
Die Häuser klettern übereinander, damit noch jedes Haus ein bisschen Blick auf die, ja, auf das Mittelmeer hat. Aber den Blick hat man eigentlich nur oben von diesem Burgberg, von diesem schönen Garten. Und da sieht man ja gerade auch diese Skulpturen. Das war jetzt sogar die Charlotte von Jean-Philippe Richard. Also es ist ein Open-Air-Museum, diese Schönheiten inmitten dieser stacheligen Kakteen. Und das ist traumhaft schön dort. Und vor allem, wir sind auf 429 Meter Höhe. Die Burgruine ist kaum noch zu erkennen, denn die wurde zerstört 1706 von Ludwig XIV. Weil man muss immer wieder auch denken in diesem Gebiet. Dieses Gebiet gehörte über 500 Jahre nicht zu Frankreich. Es gehörte zu Savoyen. Und viele Burgen wurden eben zerstört. Und deswegen hat man jetzt diese Burgruinen, wo dieser Jardin Exotique also ganz gut gedeiht, weil es wieder geschützt ist von den Seealpen. Und das ist jetzt so ein Überbleibsel oder eigentlich gehört, die ersten Pflanzen kamen vom Jardin Exotique von Monaco. Und der wird immer wieder ausgeweitet, dieser Jardin in Aes. Man hat ja auch einen Mittelmeergarten, aber er ist vor allem berühmt für die Kakteen und natürlich für diesen gigantischen Ausblick. Es war ein Dornröschenschlaf, kam erst mit Grace Kelly, kann man sagen, dass man Aes wieder besichtigt hat. Vorher war es ein landwirtschaftliches Dorf. Man hatte kein Wasser, fließend Wasser kam erst 1952. Ein sehr armes Gebiet vorher. Und der Ort ist ja auch sehr hübsch. Also diese Altstadt, diese verwinkelten Gassen, die wunderbar restaurierten Gebäude, die vielen netten kleinen Cafés, die es dort gibt. Eine Kirche, die sich auch lohnt, mal von innen zu besichtigen. Also auch dafür sollte man unbedingt genügend Zeit einplanen. Im Detail viele spannende Pflanzen. Hier zum Beispiel die Hottentottenfeige, Capuputus utilis, kommt aus Südafrika. Blüht eben hier in einem wunderbaren Pink. Oder hier eine meiner Lieblingspflanzen, die blaue Säckelblume, der Ceanotus mit einem leuchtenden, intensiven Blau. Ich lese, liebe Damen und Herren, Sie schreiben uns vielen Dank für die gezeigte Schönheit. Es wäre wirklich ein Paradies, was wir Ihnen hier zeigen. Und vielen Dank, höre ich auch aus Italien, lese ich. Vielen Dank auch aus Italien. Schönheit und Traum, wir brauchen das in dieser so schwierigen Zeit. Vielen Dank. Ja, liebe Damen und Herren, wir möchten Sie eben auch einmal mitnehmen, denn die Welt ist immer noch schön, sie bleibt schön und sie wird uns allen ihre Schönheit natürlich auch wieder offenbaren. Ein Foto, das ich dort im Jardin Exotique in Aes gemacht habe, auf der Hinterseite des Gartens, abseits dieser vielen Kakteen, dort, wo die Besucher eigentlich selten hinkommen, weil meistens drehen die dann ganz schnell um, wenn sie an der obersten Stelle waren des Gartens und dann suchen sie sich lieber ein Café. Aber wer wirklich gartenbegeistert ist, der spaziert noch ein bisschen weiter. Dann kommt man in diesen romantischen, neu angelegten Bereich. Dort sind Terrassen geschaffen worden, ein bisschen Fläche mit Liegebänken. Meistens ist das frei, weil das weiß eigentlich auch gar keiner. Und dort gibt es einen künstlichen Wasserfall. Und wenn dann dort der Baumfarn so herrlich grün vom Dunst des Wassers umspielt wird und das Wasser plätschert dazu, ja, dann sieht das so aus und das ist einfach ein Genuss. Sie fragen uns, liebe Damen und Herren, wir haben offensichtlich es geschafft, bei Ihnen auch die Reiselust zu wecken. Wann reist du wieder mit Gästen dorthin? Ja, und mit Ihnen sehr gerne, liebe Damen und Herren, merken Sie sich schon mal den Termin Côte d'Azur Licht, Duft und Geschmack am 24.09. bis zum 2.10. 9 Tage eine Busreise, die dann nach Nizza führen wird und von dort aus werden wir die Gärten dort an der Côte d'Azur kennenlernen. Falls Sie nicht mit dem Bus dorthin fahren möchten, mit in einer Übernachtung in Schallstadt, haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, direkt dann in Ihrer eigenen Regie dorthin zu fliegen. Und liebe Monika, du wirst dann natürlich auch mich unterstützen, unsere Gäste an die Hand nehmen und dann natürlich uns so wunderbar mit Geschichte und Geschichten unterhalten. Ja, liebe Damen und Herren, wir sind damit schon am Ende unserer Sendung angekommen. Aber liebe Monika, vielleicht hast du noch Geschichten, die du unbedingt loswerden möchtest. Ich möchte jetzt gar nicht so brutal hier die
Sendung beenden. Erzähl uns nochmal, wofür schlägt dein Herz und was haben wir übersehen? Was gibt es noch zu sehen an der Côte d'Azur? Ja, an der Côte d'Azur hat man vor allem noch viele Museen. Die Künstler, dieses besondere Licht, Matisse, Chagall, Picasso. Also ich glaube, von den 9 Tagen können wir locker 19 Tage machen und wir haben immer noch nicht alles gesehen. Es ist ja auch das Hinterland jetzt. Es gibt Zugtouren mit dem Pinienzapfenzug. Also es ist wirklich ein sehr vielfältig. Und jetzt, ich wollte noch kurz darauf hinweisen, ich meine, wir sind jetzt zu Hause, wir haben viel Zeit. Es gibt auch Bücher zu lesen für eventuell der Hase mit den Bernsteinaugen. Das wäre dann die Geschichte von der Efrussi. Wäre ja sehr interessant. Oder mal einen Film von Renoir zu sehen, der in einem anderen Garten gedreht wurde, im Jardin du Rayol. Oder Sie schauen sich einen alten James Bond an, der in Monaco gedreht wurde. Ich meine, es gibt viel zu tun in dieser Zeit und ich bin sehr froh, mit dir jetzt auf Reisen gehen zu können, finde ich toll. Schön, dass wir das heute wenigstens in dieser Form machen konnten. Wir schalten noch einmal zurück auf unsere Präsentation, damit auch unsere Gäste nochmal meine Adresse sehen können, unsere E-Mail-Adresse. Denn, liebe Gäste, wenn Sie sagen, die Monika hat das so toll gemacht, hat so viel Wissen und so viel Charme versprüht, wir möchten gerne mit ihr Kontakt aufnehmen, schreiben Sie mich gerne an. Wir vermitteln dann gerne den Kontakt zur Monika an die Côte d'Azur. Wenn Sie aber sagen, Mensch, ihr habt das toll gemacht und in dieser Zeit, wo Reiseleiter, Gästeführer kein Geld verdienen, wollen wir euch gerne unterstützen mit einer Tasse Kaffee oder 2 oder 3 oder mehr, freuen wir uns darüber natürlich sehr. Sie sehen dort im rechten Bildteil unseren Button Kultur- und Gartenkanal. Wenn Sie diesen Button auf meiner Homepage wiederfinden, www.seik.com, und darauf dann klicken, dann kommen Sie nicht nur zu meiner Kontonummer, sondern auch auf die Möglichkeit, per PayPal uns einen virtuellen Kaffee zu spendieren. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Ein herzliches Dankeschön jetzt an Sie und natürlich auch an diejenigen, die uns bei den letzten 11 Sendungen schon in dieser Form wunderbar unterstützt haben. Wir bekommen noch mehr Nachrichten von Ihnen, liebe Damen und Herren. Sehr schönes Programm und Führung lese ich dort. Und unsere Lisa darf ich mal jetzt namentlich erwähnen, die aus New York zuschaut und die letzte Sendung so wunderbar mitgestaltet hat. Sie schreibt, ich bin zum Teil in Menton aufgewachsen und genieße die Gärten. Das ist natürlich auch die Idee dabei. Wir wollen nicht nur Ihnen Neues zeigen, sondern wir wissen natürlich, viele von Ihnen waren schon einmal da. Und wenn wir dann Altbekanntes wieder hervorrufen können, wieder wunderbare Gedanken heraufbeschwören können, dann ist das natürlich eine wichtige Aufgabe für uns. Denn Sie wissen, das wahre Paradies, das tragen wir in uns. Und aus diesem Paradies, so sagt es der deutsche Dichter Jean-Paul, können wir eben nicht vertrieben werden. Wir freuen uns, dass wir bisher 47 Gäste hatten und dazu kommen natürlich demnächst auch noch all die Zuschauer dann, die den YouTube-Kanal sich anschauen werden. Wir werden diese Sendung sowohl dann auf meiner Homepage noch einmal verlinken, als auch im gedruckten Katalog, den es irgendwann einmal gibt, mit einem QR-Code dann darstellen. Und wir haben noch, liebe Monika, eine weitere Information bekommen und da ich das gar nicht so klein lesen kann, erzähle ich mal, dass die Charlotte hier nebenan immer fleißig mitschreibt und das so groß schreibt, dass ihr Vater das auch noch lesen kann. Und da bekomme ich solche kleinen Zettelchen in die Hand gedrückt und kann zu lesen, was da steht. Vive la France! Also es lebe Frankreich! Wir sind bei euch, auch in dieser schweren Zeit, nicht nur dieser schweren Zeit des Lockdowns, sondern all diesen schweren Dingen, mit denen Frankreich im Moment zu kämpfen hat. Wir stehen da gerne als Europäer Schulter an Schulter an eurer Seite und wir werden all diese Krisen miteinander meistern und wir werden daran wachsen und werden umso gestärkt dann in die Zukunft hineingehen. Liebe Monika, wie sieht's aus? Hast du ein Gläschen Wein zur Hand, dass wir auf eine gelungene Sendung anstoßen können? Und ich weiß auch, liebe Damen und Herren, zu Hause an den Bildschirmen am Computer, viele von Ihnen haben auch schon ein Glas Wein oder was auch immer bereitstehen. Ich darf auch meine Tochter mal zur Seite hier in die Kamera bitten, damit wir mit Ihnen anstoßen können. Aber Monika, gerne an dich noch ein Schlusswort, was du sprechen möchtest. Santé, bleiben Sie gesund.
Und es kommen bessere Zeiten. Da bin ich mir ganz sicher. Und die Gärten, die bleiben erhalten. Die Kultur bleibt hier. Frankreich bleibt bestehen. Das schöne Wetter. Und wir kommen alle wieder zusammen. Das Santé. Hast du wunderbar gesagt, liebe Damen und Herren. Dann sagen wir also Monika ein Santé, liebe Damen und Herren, für Ihr Zuschauen ein ganz herzliches Dankeschön. Und liebe Charlotte, auch an dich ein herzliches Dankeschön. Wunderbar, dass du die Technik so großartig wieder beherrscht hast. Liebe Damen und Herren, Sie sagen auch merci beaucoup, lese ich da. Und Dank für die schöne Erinnerung an die großartigen Gärten an der französischen Riviera. Ein Gruß aus Berlin. Wie immer optimistisch, natürlich. Optimistisch müssen wir sein, wollen wir sein, sind wir und bleiben auch Sie, liebe Damen und Herren, gesund, munter, optimistisch. Und ich freue mich, demnächst wieder mit Ihnen zu reisen. Auch wir haben noch gar nicht erzählt, wo wir das nächste Mal hinreisen. Dann in 2 Wochen werden wir Sie mitnehmen nach Irland. Aber jetzt wollen wir miteinander anstoßen. Alles Gute. A bientôt. Bis bald. Auf Wiedersehen. A bientôt. A bientôt. Au revoir.